Hey, liebe Plattenfreunde, liebe Plattenkiste hier. Heute aus meinem Wintergarten. Ja, ich habe ihn eingeweiht. Endlich ist es soweit. Ich sitze hier im Wintergarten. Dachte mir auch hier schön drin schlafen, wenn es regnet. So ist das total super und so ist total laut. Ja, das prasselt richtig laut, wenn es regnet. Mit viel Schlafen ist da nicht angesagt. Ne? Aber habe auch gleich hier Ofen eingebaut. Also wenn es richtig kalt wird, kann man hier auch ein bisschen drin sitzen, dass man es auch genießen kann, irgendwie so über die kalte Jahreszeit. Ne? Ist auf jeden Fall total klasse. Und dann dachte ich mir, mache ich mal ein Special hier raus. Mein erstes Plattenspecial hier aus dem Wintergarten. Ne? Ich habe heute gute Jazzplatten gehört, bin gerade so ein bisschen jazzy eingestellt. Dachte mir, Mensch, das ist auf jeden Fall mal ein Special wert. Ne? Machen wir mal heute einen Tanz. Jazz-Special. Schöner Wort. Zungenbrecher hier. Ab als erste Platte gleich hier. Spaces. Ne? Spaces ist eine Supergroup. Keine Frage. Larry Coryell an der Gitarre. John McLaughlin. Chico Rea, Electric Piano. Miroslav Vitus am Bass. Und Billy Coppen noch an den Drums. Also da braucht man nicht allzu viel zu sagen. Ist natürlich die Supergroup schlechthin. Ne? Also hier, Larry Coryell hatte damals schon mit John McLaughlin, und die haben sich jemanden kennengelernt, sagt, oh, super Gitarrist, den müssen wir unbedingt haben. Das hört man auch sofort. Ne? Also das ganze Ding ist auch, glaube ich, irgendwie so eingespielt, ohne großartig da überhaupt irgendwas zu machen, sondern es besteht echt irgendwie aus Improvisation und hin und her gefrickelt, wo man echt denkt so, wow, ne, das ist richtig klasse. Ne? Richtig, richtig gut. Ne? Larry Coryell hat ja vorher, also bevor hier One in San Francisco, berühmte Trio hier mit Ali Meola, John McLaughlin, hat er ja da gespielt. Dann ist er immer weggegangen und dann ist Ali Meola zur Supergroup gekommen. Ne? Ja, Chico Rea brauchen wir auch nicht viel zu sagen. Miroslav Vito, super Bassmann natürlich hier. Billy Cobham, das wisst ihr auch. Ne? Geile Scheibe hier, Spaces aus dem Jahre 74. Ist echt wunderbar besprochen worden. Die hat ganz viele Preise abkassiert und gilt als Meilenstein der Jazz-Fusion-Musik. Spaces, ganz tolle Platte. Ja, natürlich hier mein persönlicher Gitarrenheld nochmal, Pat Messini, der Dave Holland nochmal irgendwie hier am Bass, ne? Und Roy Haynes an den Drums, ne? Genau dasselbe. Wahnsinnsmucker natürlich, Dave Holland, Roy Haynes, alle Ehren, Doktortitel in Berkeley abkassiert und haben sich hier drei zusammengetan. Und eine fantastische Jazz-Standardplatte hier auf den Start gebracht. Aus dem Jahre 1989. Ganz, ganz toll. Pat Messini natürlich an der Jazz-Gitarre. Mein persönlicher Jazz-Gitarrist, Lieblings-Jazz-Gitarrist. Ne? Ganz, ganz toll. Question and Answers heißt die Scheibe. Also Wahnsinn. Wirklich klasse. Bitteschön. Questions and Answers. Chico Rea, The Lepra Shaun. Diese erste Solo-Platte von Chico Rea, natürlich unser Jazz-Pianist. Ne? Wisst ihr auch schon, habe ich auch, glaube ich, erst vor kurzem ein bisschen gehabt. Ach, du kannst mich fragt ja vor kurzem, glaube ich, ein bisschen gehabt. Ne? Bitteschön. So sieht das ganze Ding aus. Ist von Polydor damals rausgebracht. Ich finde das Cover ziemlich cool. Also toll. Ganz, ganz klasse Scheibe. Jazz-Piano Deluxe. Ne? Chico Rea, ja, natürlich. Auch damals mit der, was war denn das noch? Hat er auch die Hammond gespielt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Will jetzt so ein bisschen Jazzpiano. Egal, Chico Rea, Leute, den müsst ihr hören. John Luponti natürlich hier, ne, vor bekannt von Zappa. Auch seine eigene Supergroup gegründet damals. Ponti, diese akustische Supergroup. Hieß auch, glaube ich, Supergroup. Ne, komm, Supergroup, weiß ich auch schon mehr erst noch. Lange Jahre bei Zappa natürlich gespielt. Einer der ersten, der hat damals auch seine Geige runtergestimmt hat. Eine ganze Oktave tiefer, glaube ich, dann über Verstärker mit Wah-Wah-Effekten das Ding belegt hat. Und total schrille Jazz-Fusion-Rock-Mucke geschrieben hat, der gute Mann. Ne? Toller Geiger letzten Endes, muss man ja sagen. Violinist, könnte man das Ganze auch noch irgendwie nennen. Toll, wirklich klasse. Bitteschön. John Luponti live von Atlantic Records natürlich. Ne? Jasper van Torff, ne? Pilli, ne? Ja, kennt ihr wahrscheinlich auch alle, die Pilli auch selber. Dieses Stück Pilli ist ja in den 80er Jahren nochmal richtig gehypt worden. Das war ja so ein richtiger Dance-Klassiker, der in den Diskotheken rauf und runter gespielt wurde. Jasper van Torff natürlich irgendwie als niederländischer Keyboarder und Pianist. Auch so weltmusikmäßig sich zusammengestellt, afrikanische Musikeinflüsse genommen und hat die zusammen verbunden. Mit Angelique Kidjo zum Beispiel sehr viel gemacht. Auch auf dieser Scheibe, glaube ich, irgendwie damit drauf in den Vocals, genau. Toll.
Jasper van Toff auch mit Pili Pili Band. Richtig, richtig klasse. Das ist die Scheibe Hotel Babo. Ist, glaube ich, so ein bisschen Best of, wenn ich mich nicht täusche. Bin aber jetzt auch nicht so ganz sicher. Babo von Pili Pili. Ja, jetzt hier zwei ganz große Drummer, ne? Gene Krupa und Buddy Rich natürlich. Ne? Also Buddy Rich kennen wir ja auch irgendwie, ja, keine Ahnung, weil Frank Sinatra früher gespielt und Louis Armstrong gespielt und so. Ein total abgedrehter Drummer gewesen. Ne? Und Gene Krupa natürlich auch. Ich weiß gar nicht, wo der hat, glaube ich, bei Miles Davis, fast bei Benny Goodman hat der gespielt. Ne? Ganz, ganz frühe Drumscheibe, die eigentlich so mehr oder weniger the original Drum Battle, eigentlich die Scheibe, nach dieser Scheibe ging die ganze Schlagzeug-Solo-Spielerei erst eigentlich los. Die beiden haben dafür gesorgt, dass Schlagzeug sich so weit etabliert hat, raus aus dem Rhythmusinstrument und rein in das Solo-Instrument rein. Ne? Ganz geile Scheibe, original Drum Battle von Gene Krupa und Buddy Rich, die ganz, ganz großen an den Drums gewesen. Das ist ja schon alt, das Ding ist ja aber von 62. Angefangen sind die ja wirklich echt in 20er, 30er Jahren. Ne? Cooles Ding, ne? Bitte. The Best of Jimmy Smith, noch ein schönes altes Ding hier. Auch Jimmy Smith ist ja auch hier der Organist schlechthin. Der ist zum Beispiel dafür verantwortlich gewesen, dass wir diesen Funky Jazz Style haben. Hier Hammond B3 und dann. Also tierisch, ne? Also hier mit Got My Mojo Working oder Walk on the Wild Side. Richtig große Klassiker geschlagen. Nachdem er diese Scheiben gemacht hat, auch hier damals ist er auch schon alt, auch schon 64 letzten Endes, ne? Auch nach ihm irgendwie alles Mögliche gekommen. Ne? Selbst Beastie Boys haben irgendwie mal ein Ding von ihm genommen. Ich weiß nicht genau, welches Stück das jetzt war. Komme ich jetzt nicht drauf. Aber die haben nochmal irgendwie 80er, 90er Jahre echt ein Stück von Jimmy Smith genommen und haben das nochmal wieder nach vorne gebracht. Ne? Der ist ich glaube, ganz alt geworden, 94 Jahre oder so. Ist noch gar nicht, ich glaube, er ist Anfang des Jahres gestorben, wenn ich mich nicht täusche, Jimmy Smith. Ganz, ganz großer Jazz-Organist. Alle Jazz-Organisten der Welt spielen nach Jimmy Smith. Bitte schön. Geile, geile Schall. Auch echt ein fantastisches Cover, finde ich. Ja, da haben wir mal so einen Holländer, ne? Jan Ackermann und Cas Lux. Cas Lux ist ja, kommt aus Prag, glaube ich, wenn ich mich täusche oder was, ne? Sind natürlich beides hier die Jazz-Gitarristen schlechthin. Und diese Scheibe Eli, glaube ich, heißt das Ding, das Konzeptalbum überhaupt. Ne? Also die letzten Endes, damit ging das Ganze los. Damit sind sie berühmt geworden, ne? Also die beiden zusammen zumindest. Ne? Fantastische Scheibe natürlich auch. Ich habe hier auch noch Jan Ackermann live nochmal. Nur Jan Ackermann, wisst ihr ja selber, Fokus gemacht, hatten wir auch schon öfters mal. Ne? Hokus Pokus, super Stück damals gewesen, auch überall gespielt worden. Jan Ackermann, auch mal gewählt, glaube ich, vom Rolling Stone Magazine als einer der besten Gitarristen der Welt. Ne? Ganz, ganz groß. Und Cas Lux natürlich auch richtig klasse. Auch eine schöne, schöne Platte. Gehört in jeder Jazz-Sammlung, also Standard eigentlich da rein. Ne? Bitte schön. Alle beide aber hier, Jan Ackermann und Cas Lux. Ackermann, Eli. Ja, hier haben wir jetzt auch noch einen ganz großen, ne? Dave Brubeck, ne? Dave Brubeck hier, ganz, ganz großer Jazz-Pianist. Ne? Aaron, kannst du bitte sein, das denn? Jazz-Kicks? Nein, bin nicht davorlaufen, nein, muss nicht davorlaufen. Papa macht dann ganz kurz was, okay? Sag tschüss! Ja? Tschüss! Tschüss! So, hier, Dave Brubeck. Aaron, nein, bin ich, du nicht! Halt! Aaron, bitte, das finde ich nicht gut. So, nach dieser kleinen künstlerischen Einlage von meinem Sohn sind wir dabei. Der Name Dave Brubeck. Und das ist ja nun auch nochmal wirklich ein Urgestein an Musik. Ne? Also der hat ja auch wirklich alles an Preisen kassiert, was es nur irgendwie ging. Ne? Also ich weiß gar nicht, der Piano, der ist ja von Obama geehrt worden. Der hat zahlreiche Grammy-Preise kassiert. Ich weiß gar nicht, was den noch alles der gute Mann abgesahnt hat. Ne? Auch ganz, ganz große Standards geschaffen. Natürlich mit dem der Dave Brubeck Quintett. Größter Hit natürlich. Take 5 kennen wir auch alle. Brauche ich nicht allzu viel zu sagen. Ist der Hammer. Ne? Dave Brubeck, bin schön, nochmal hier. And the Things We Are. Ne? Gibt auch einen schönen Film. Dave Brubeck kann ich auch nur wirklich empfehlen. Von Clint Eastwood. Ne? The Man
This was a sweet, nee, wie hieß das Ding nochmal? He's a man with sweet things. Nee, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Guck nach, Clint Eastwood Film über Dave Brubeck. Auch wirklich sehenswert, das gute Ding. Ja? Schöne Scheibe, auch hier, da, zacke bitte. Und ich bin jetzt ein bisschen angepulvert, mein Sohn ist schon wieder dabei. Hallo. Ja, ich geh gleich, komm gleich. Und jetzt letzte Scheibe jetzt sowieso hier. Cecil oder Cecil Taylor. Und Cecil Taylor auch, das ist der Jazz-Improvisateur schlechthin. Was anderes kann man dazu auch nicht sagen. Auch na, alle abgeguckt von diesem guten Mann. Ne? Und von dem, das ist nur improvisierter Jazz. Das ist schon ein bisschen hart, letzten Endes, sich das reinzuziehen. Nichtsdestotrotz ist das ein Name, den man sich als Jazz-Fusion-Mensch durchaus mal merken könnte. Wunderschöne Scheibe, Great Paris Konzert. Zwei Stücke, eins auf der A-Seite, eins auf der B-Seite. Und das ist voll improvisiert. Richtig, auch eine total klasse Scheibe. Ja, mehr weiß ich jetzt auch noch nicht von den ganzen Menschen. Ne? Da haben sie auch mit Keith Jarrett und Chico Rea mit allen zusammengearbeitet. Ich meine, alle diese Scheiben haben immer wieder ineinander Verknüpfung gefunden. Das wissen wir ja auch. Ne? Ja, das war das kurze Jazz-Special mit meinem kleinen Jazz-Improvisationstalent Aaron. Jawohl, ein Applaus für ihn. Und ich freue mich mal wieder, dass wir doch zumindest ein paar Scheiben durchgekriegt haben. Wenn auch anders als erwartet. Ja, und ab morgen oder übermorgen gucken wir mal wieder. Ich weiß, ich habe wie gesagt, gab hier täglich und diese Geschichten, ne? Ist ein bisschen schwer umzusetzen momentan für mich. Einfach, weil einfach so viel anfällt. Ich muss einen Garten machen, ne? Alles fällt hier runter, Blätter wie verrückt und irgendwie sowas, ne? Ja, Bewerbungen laufen parallel noch irgendwie so. Und Family-Zeit haben wir natürlich auch. Urlaub ist auch schon wieder jetzt geplant. Kindergartenfeier jetzt morgen, übermorgen. Weihnachten steht vor der Tür. Hilfe! Es gibt so viele Sachen zu tun. Da schaffe ich es einfach nicht täglich. Ich würde wirklich gerne täglich machen. Vielleicht komme ich nochmal drauf zurück. Ne? Ansonsten bleibt bei mir. Das ist gut, Leute. Tschüss. Bis dann.